Wo ist die Grenze dieser Rallye? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zum Ausblick auf die Märkte. Heute, wir haben am Freitag gesehen, zunächst mal die Rede von Mario Draghi, die vom Markt positiv aufgenommen wurde. Und dann vor allem, und das war das wohl noch Entscheidendere, wir haben die Senkung von Zinssätzen gesehen durch die People's Bank of China, durch die chinesische Notenbank. Und damit ist es nicht nur die Bank of Japan und die EZB, sondern eben auch die chinesische Notenbank auf der Seite derjenigen, die die Geldpolitik noch ausweiten, laxer gestalten, und das ist das, was die Märkte lieben. Und das führt dann dazu, dass wir in der letzten Woche beim DAX einer der größten grünen Wochenkerzen der letzten Jahre gesehen haben. Wir sind über 9700 Punkte gestiegen und es sieht heute Morgen so aus, als würde dieser Anstieg durchaus noch weiter gehen können. Schauen wir uns mal an, wie die Asiaten reagiert haben in Tokio. Da ist ein Feiertag, oder in Japan ist ein Feiertag, kein Handel. Aber wir sehen in Hongkong beim Hang Seng 2,23% plus, Shanghai auch knapp 2%, und selbst Australien schafft es mit gut 1% hier abzuschneiden. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig wird, was heute auf der Agenda steht. Das ist der IFO-Index um 10 Uhr. Der wird wichtig, der wird für den DAX wichtig, wird für die Einschätzung der deutschen Konjunktur sehr wichtig, und da werden die Weltmärkte durchaus drauf gucken. Die Frage ist, ob dieser Pessimismus, der sich ein bisschen ja gewandelt hat in der letzten Woche, wir sehen viele amerikanische Häuser, die sagen, okay, es ist Zeit, jetzt europäische Aktien zu kaufen, es ist Zeit, hier diese Underperformance, die viele europäische Aktienmärkte gegenüber den US-Märkten ausgebildet haben, zu beenden. Das dürfte ein neuer Trend sein, dass eben jetzt US-Geld wieder hier in den Euro-Raum fließen wird. Und da ist eben der IFO dann eine wichtige Zahl. All das natürlich, das finden Sie auf www.finanzmarktwelt.de, wie der Finanzmarkt und die Welt. Jetzt mal rein in die Charts, gucken wir, wie die Dinge sich am frühen Morgen gestalten. 9.708, das ist der Schlusskurs des DAX auf Future-Basis. So sind wir rausgegangen aus dem Handel. Wir sehen hier diesen Sprung auf 9.730 etwa im High, den wir am Freitag gezaubert haben. Wir sehen hier diese massive Kerze seit dem 17. November, wo wir hier die 9.150er Marke mal als Fehlausbruch nach unten gerissen hatten. Und dann ging es eben praktisch nur noch nach oben hier mit dem Gap. Und dann Draghi und China. Die China-Story am Freitag, das ist der Stoff, aus dem diese Rallye ist. Der DAX dürfte um und bei 9.733 Punkten reinkommen, nach aktueller Indikation. Es geht ein bisschen höher, weil der S&P Future hier auch ein paar Pünktchen Wette machen kann. Nicht wirklich viel, aber die asiatischen Märkte sind positiv. Die freuen sich eben vor allem über die Zinssenkung der Chinesen. Was macht der Euro-Dollar? Den hatten wir falsch gesehen, den hatten wir anders gesehen. Wir hatten gesagt, der wird die 1,2580 nach oben durchbrechen. Hat er nicht gemacht mit der Draghi-Rede. Ging es erstmal massiv nach unten. Aber wir sehen dennoch auf breiter Front beim Dollar erste Schwächesignale, insbesondere zu rohstoffbasierten Währungen wie dem australischen Dollar, dem Canadian Dollar. Auch Gold hat am Freitag Strecke gemacht, wie wir gleich mal sehen werden. Also es zeichnet sich hier so ein bisschen etwas ab, dass die Rallye des Dollar fertig hat. Der Euro macht das nicht mit, weil Draghi ihm nochmal eins auf den Schädel geklopft hat. Aber wir könnten hier möglicherweise doch einen Boden bei 1,2360 jetzt ausgebildet haben, von dem ausgehend dann die Dinge sich positiver entwickeln. Was macht Dollar-Yen? Das sehen wir bei 117,97. Passiert nicht so wahnsinnig viel, weil eben der Nikkei geschlossen ist. Wir sehen hier, dass Gold bei 1.199, knapp 1.200 Dollar. Da ist die Frage, das sah gestern, sah am Freitag schon sehr gut aus mit dem Anstieg hier auf 1207 Dollar. Und wir sind dann abschließend noch das Öl, das weiter steigt, 76,86 Dollar. Also hier Rohstoffe, das könnte das Thema sein, dass wir hier Anstiege im Rohstoffbereich sehen, dass wir dann auch Anstiege, wieder eine Erholung sehen im Euro zum Dollar, dass wir generell den Dollar auf der schwächeren Seite sehen und die Aktienmärkte, naja, wo ist die Grenze? Das ist wirklich die Frage, wo ist das Limit für die Märkte. Derzeit sieht es nicht so aus, als würden wir nach unten konsolidieren. Ihnen erstmal einen guten Start in die Woche. Bis dann, ciao.